So, hey zusammen, hier ist wieder der Recent und heute zeige ich euch, wie ihr Mods in Terraria installieren könnt. Dieses Video ist für den Computer, also Windows, macOS und Linux. Also was wir jetzt hier machen ist, wir installieren den T-Mod-Loader über Steam und mit dem T-Mod-Loader kann man dann ganz bequem neue Mods herunterladen. Ja, das heißt dann auch, dass ihr Terraria über Steam gekauft haben müsst, damit ihr eben den T-Mod-Loader über Steam installieren könnt. Denn der T-Mod-Loader auf Steam ist sozusagen ein gratis DLC für Terraria. Aber wenn ihr Terraria nicht über Steam gekauft habt, keine Sorge, ihr könnt den T-Mod-Loader auch anders installieren. Und wie das geht, habe ich in einem früheren Video schon mal gezeigt. Denn damals gab es den T-Mod-Loader noch nicht auf Steam. Und das Video ist jetzt rechts oben in Infokarte verlinkt oder auch in der Videobeschreibung. Dazu würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach hier oben im Shop suchen klickt und dann einfach T-Mod-Loader eingibt. Da kommt es eh schon. Und dann könnt ihr hier unten einfach auf Jetzt installieren klicken. Und ihr könnt auf die Sache auswählen, wie immer. Ihr seht, dass es jetzt gerade runterlädt. Und gut. Nachdem ihr es runtergeladen habt, findet ihr es in eurer Bibliothek wieder. Also hier zum Beispiel oder eben bei mir ist es hier bei den Spielen ohne Kategorie seht ihr hier T-Mod-Loader. Und ja, ich würde euch empfehlen, hier das Spiel zu Favoriten hinzuzufügen, damit es immer ganz oben ist, wenn ihr das wollt. Wie ihr sehen könnt, sieht Steam den T-Mod-Loader und Terraria als zwei unterschiedliche Spiele an, sozusagen. Aber ich meine, T-Mod-Loader ist halt immer noch ein DLC, also müsst ihr eben Terraria auf Steam gekauft haben, damit ihr erst den T-Mod-Loader runterladen könnt. Aber trotzdem, in der Steam-Bibliothek sind es irgendwie zwei Spiele. Und das hat mehrere coole Vorteile. Erstens, eure Spielzeit wird anders berechnet. Also bei Steam wird die Spielzeit eben pro Spiel ermittelt. Das heißt, ihr könnt dann ganz genau nachvollziehen, wie viele Stunden ihr das ganz normale Terraria gespielt habt, also ohne Mods, und wie viele Stunden ihr Terraria mit Mods gespielt habt. Und ihr könnt eben das gleiche auch bei euren Freunden sehen. Zweitens, es macht den Wechsel zwischen dem ganz normalen Terraria, also ohne Mods, und dem Terraria mit dem T-Mod-Loader, also mit Mods, viel einfacher. Aber wir gehen gleich nochmal genauer drauf ein. Und dann könnt ihr direkt auf Spielen klicken. Und hier seht ihr, es ist gestartet. Ich wähle mal hier Sprache Deutsch aus. Ja, hier ist eine Nachricht, die erkläre ich euch gleich. Und ja, ich mache das mal groß. Also ja, ihr könnt sehen hier oben das T-Mod-Loader-Logo anstatt dem Terraria-Logo. Und ihr könnt auch hier zwei neue Menüpunkte sehen, nämlich Mods und Mods-Suche. Bei Mods könnt ihr halt eure Mods verwalten, aber da sind jetzt gerade keine drin. Also, logischerweise müssen wir zuerst Mods suchen und die zu unserem Spiel hinzufügen. Und hier könnt ihr schon mal viele Mods sehen, die sind einfach geordnet nach dem Update-Datum. Also ihr seht hier, dieser Mod ist zum Beispiel vor 25 Minuten geupdatet worden. Aber meistens ist es eigentlich so, dass ihr schon wisst, welche Mod ihr installieren wollt. Und ihr könnt ganz einfach nach diesem Mod suchen. Wir sehen hier oben die Suchleiste. Ich glaube, da kann man nicht wirklich reinklicken, ihr könnt einfach direkt schon los tippen. Also ja, ich suche jetzt mal zum Beispiel nach der Heroes-Mod. Auf jeden Fall die Mod, die ich meine und ich jetzt gerade installieren will, ist halt diese Mod hier. Und dann können wir hier logischerweise auf den Herunterladen-Knopf klicken. Und jetzt haben wir die Mod runtergeladen und wir sehen, dass sie nicht mehr dort drinnen ist in dieser Liste. Und natürlich, wenn ihr mehr Informationen über die Mod haben wollt, bevor ihr sie downloadet, könnt ihr natürlich auf das Fragezeichen-Symbol draufklicken und bekommt hier eine kurze Information darüber, was diese Mod macht. Eine Sache, an die ihr euch jedoch gewöhnen müsst, ist, dass die meisten Mod-Beschreibungen und generell die meisten Sachen in Mods meistens auf Englisch sind. Manche Mods haben Übersetzungen auf Deutsch, aber die meisten haben es nicht. Dann hat man hier so einen netten Kontrast zwischen dem englischen Inhalt und dem deutschen Menü. Auf jeden Fall, hier könnt ihr sortieren und filtern, aber das ist eigentlich ziemlich selbstverständlich. Und hier könnt ihr auswählen, ob ihr nach einem Mod-Namen suchen wollt oder nach dem Namen von dem Ersteller der Mod. Aber das Ganze ist eigentlich ziemlich selbstverständlich. Okay, gut, nachdem ihr die Mod installiert habt, die ihr installieren wolltet, könnt ihr wieder zurückgehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Mods ihr gerade installiert habt, dann klickt ihr hier in das Mods-Menü. Und hier habt ihr eine Liste mit allen Mods, die ihr installiert habt und halt heruntergeladen habt. Bei mir ist halt jetzt nur diese eine Mod. Hier bei diesem Knopf könnt ihr halt Mods einzeln aktivieren und wieder deaktivieren. Das ist besonders praktisch, wenn ihr viele Mods installiert habt und ihr nur mit ein paar von diesen Mods spielen wollt. Dann könnt ihr genau diese Mods, mit denen ihr spielen wollt, einzeln aktivieren. Und sonst hier bei Deaktiviere alle, waren dann alle Mods deaktiviert, hier wieder alle aktiviert. Und ja. Ja, wenn ich diese Mod jetzt deaktiviere, dann seht ihr, dass hier steht, Neuladen erforderlich. Das ist halt so, wenn ihr Mods ein- oder ausschaltet oder neue Mods hinzufügt, müssen diese Mods halt nochmal bei euch neu geladen werden. Und wie macht man das? Natürlich mit dem Knopf Mods neu laden. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr sehen, dass die Mod deaktiviert ist. Da ich denke, die restlichen Menüs sind ziemlich selbsterklärend. Eine Sache, die noch interessant ist, ist hier dieses Konfigurationsmenü. Hier könnt ihr nämlich für jede Mod einzelne Konfigurationen einstellen. Okay, ja, wenn ihr ganz genau hingeguckt habt, habt ihr vielleicht erkannt, dass das nicht Version 1.4 ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gerade mache, gibt es den T-Mod-Loader noch nicht für Version 1.4. Okay, gut, dann sehen wir uns mal die Mod in Action an. Also ich gehe einfach mal in den Einzelspielermodus rein und ich habe noch keine Charaktere mit dem T-Mod-Loader erstellt. Und wenn ich will, kann ich halt meine Spieler vom ganz normalen Terraria, also ohne Mods, zu Terraria mit dem T-Mod-Loader herkopieren. Und es geht ganz einfach, indem ihr halt auf diese Schaltfläche klickt. Und ja, das sind meine drei Charaktere, die ich eben im ganz normalen Terraria gemacht habe. Nur das Problem ist halt, in ganz normalen Terraria sehen sie so aus.
Und ich sehe auch, dass zwei der Charaktere eigentlich den Journey-Modus haben sollten, aber beim Team-Outloader haben sie den Softcore-Modus. Und das liegt halt ganz einfach daran, dass der Team-Outloader noch auf Version 1.3.5 ist. Und deswegen funktioniert das mit dem Spieler-Importieren eigentlich gerade nicht. Also wenn ich versuche, ein Spiel zu starten, es passiert einfach nichts. Natürlich, wenn der Team-Outloader dann für Version 1.4 funktioniert, dann solltet ihr problemlos die Spieler kopieren können. Aber vorerst erstelle ich mal einen neuen Charakter. Ich wähle einfach mal Zufall. Und ja, mir fällt gerade kein Name ein. Ich nenne es auch mal. Okay, gut, ich wähle mal einen Spieler. Und ja, bei den Welten das gleiche Prinzip einfach nochmal. Also versuch mal wieder die Welten zu importieren. Und hier hat der Team-Outloader sogar festgestellt, dass da irgendetwas nicht ganz stimmen kann. Deswegen ist der Name der Welt gerade rot. Und wenn ich es versuche zu laden, steht halt ladenfehlgeschlagen. Aber ich gehe wieder rein. Ich erstelle eine neue Welt. Okay, dann starte ich die mal. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr unten eine neue Leiste, und zwar ist die vom Heroes Mod. Ihr könnt da zum Beispiel ein paar Sachen hercheaten, wie, keine Ahnung, jetzt mal das militärische Klingen oder so. Ja, cool. Und ja, zu Heroes Mod habe ich schon ein Tutorial veröffentlicht, und wenn auch diese Mod mehr interessiert, dann schaut doch auf jeden Fall dieses Video an. Also ja, die Mod wurde erfolgreich installiert. Gut, ich gehe mal wieder aus dem Spiel raus. Okay, gut, wenn euch das Video bisher weitergeholfen hat, dann wäre es natürlich cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt mir Knopf drücken könnt. Und ich zeige euch das mal nochmal ein bisschen genauer. Also ich gehe mal bei Mods rein und dann hier Mod-Orden öffnen. Und dann öffnen sich halt diese Ordner. Und ich gehe mal ein bisschen zurück. Hier bei Documents, My Games und Terraria sind halt eure Terraria-Daten drin. Bei Linux und Mac wird das wahrscheinlich irgendwo anders sein. Hier habt ihr zum Beispiel eure Welten drin. Und hier habt ihr eure Spieler drin. Aber nachdem ihr den Team-Modloader installiert habt, seht ihr hier einen neuen Ordner. Nämlich den Modloader-Ordner. Und dort sind halt speziell halt alle Welten und Spieler von dem Team-Modloader drinnen. Und hier sehen wir eben die ganzen Spieler, die wir vorher hatten. Und eben auch den neuen Spieler. Ihr seht also, dass alle Dateien, die der Team-Modloader verwendet, halt in einem eigenen Ordner drinnen sind. Das wäre ungefähr so, als würde die Terraria einfach zweimal installiert haben. Und deswegen ist es dann so, wenn ihr jetzt einen Spieler löschen würdet, wie zum Beispiel den hier, weg mit dir, dann ist die hier nicht mehr da. Also bei Modloader-Spielern, hier ist er nicht mehr da. Aber bei Terraria-Spielern ist er schon noch da. Das heißt, wenn ihr Spieler oder Welten von dem ganz normalen Terraria in den Team-Modloader migriert oder halt kopiert, dann ist es wirklich eine Kopie. Das heißt also, alles was ihr mit diesen Charakteren hier macht, auch wenn ihr mit diesen Charakteren weiterspielt und neue Sachen bekommt, alles was ihr hier in dem Team-Modloader macht, hat keine Auswirkungen auf das Spiel ohne Mods. Eine weitere coole Sache, die ihr mit dem Team-Modloader machen könnt, sind Modpacks. Und ja, die findet man wieder unter Mods. Und seht ihr unten den Knopf hier für Modpakete. Und hier könnt ihr euch eigene Sammlungen von Mods zusammenstellen. Ich gehe mal zurück. Ich habe gerade nur die Heroes Mod installiert und aktiviert. Wenn ich jetzt hier beim Modpaket reinklicke, hier gibt es hier unten einen einzelnen Knopf hier. Und hier steht halt Speichere aktivierte als neues Modpaket. Also damit werden halt die Mods, die ihr gerade aktiviert habt, als neues Modpaket gespeichert. Das heißt, wenn ich da draufklicke, kann ich halt ein Modpaket erstellen aus diesen Mods, die gerade aktiviert sind. Also in meinem Fall ist es nur die Heroes Mod. Deswegen nächstes Mal nur Heroes Mod. Lol. Und das ist ganz interessant, was passiert, wenn ihr hier auf Bestätigen klickt. Ich sehe gerade, dass alle Leerzeichen hier aus den Namen entfernt worden sind. Also hier an den Modpack-Namen darf kein Leerzeichen drin sein. Ich klicke auf OK und schon haben wir das Modpack hier. Das ganz Praktische an diesem Modpack ist halt, dass ihr nun alle Mods, die in diesem Modpack drin sind, auf einmal aktivieren könnt. Und hier sehen wir auch den Knopf Modliste, wo alle Mods in diesem Modpack aufgelistet werden. Also ja, wie gesagt, nur die Heroes Mod. Und ich sehe gerade, dass insgesamt eine Mod in diesem Modpack drinnen ist und eine dieser Mods, die in diesem Modpack drinnen ist, gerade aktiviert ist. Logischerweise. Also wenn ich jetzt hier mal zurückgehe und dann diese Heroes Mod deaktiviere und mal hier neu lade, dann wieder reingehe und in den Modpaket reinklicke und jetzt kann ich eben das ganze Modpack aktivieren. Also ich klicke hier auf Aktiviere diese Liste und dann, wenn ich wieder zurückgehe, sehen wir, dass die Heroes Mod wieder aktiviert ist. Also weil die Heroes Mod eben in dem Modpack drinnen war und ich das Modpack aktiviert habe. Natürlich muss ich halt wieder neu laden, also klicke ich mal hier. Und somit habt ihr ein Modpack geladen. Ist halt ziemlich praktisch, wenn ihr mit vielen Mods spielt und vor allem auf verschiedenen Welten. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gerade mache, kann man Modpakete selbst noch nicht im Team-Modloader finden oder austauschen mit anderen Leuten. Wenn ihr aber wollt, dass eure Freunde die gleichen Modpakete haben wie ihr, dann könnt ihr folgendes tun. Nämlich öffnen die zuerst den Mod-Ordner, dann öffnet sie halt wieder diese Ordner, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Und wir sehen jetzt hier, dass es hier einen Ordner gibt, der heißt Modpacks. Da klicken wir drauf und sehen wir hier, die Datei hier heißt eben New Heroes Mods, lol, was eben das Modpaket ist, was ich gerade erstellt habe. Und diese Datei könntet ihr zum Beispiel euren Freunden senden. Wenn eure Freunde bei ihrem Computer diese Datei genau an dieser Stelle hinkopieren, dann haben sie eben auch dieses Modpack installiert, sozusagen.
Die Leute hinter dem Team Modloader haben gesagt, dass es eben noch ein paar Monate dauern könnte, bis der Team Modloader dann für Version 1.4 funktioniert. Aber ich denke mal, bis dahin sind wir locker mit 1.4 versorgt. Nachdem der Team Modloader dann für Version 1.4 funktioniert, müssen die einzelnen Mods dann auch für Version 1.4 umgestellt werden. Also sobald der Team Modloader auf 1.4 ist, können auch die Mods nach und nach auf 1.4 umgestellt werden. Und ja, falls es ein paar Leute draußen gibt, die sich für die 64-Bit-Version von dem Team Modloader interessieren, die ist jetzt gerade, wo ich das Video hier mache, noch nicht über Steam verfügbar. Also der Team Modloader ist halt von Natur aus 32-Bit. Aber ja, die 64-Bit-Version könnt ihr halt manuell installieren. Und wie ich vorher schon mal erwähnt habe, zu manuellen Installationen, also ohne Steam, habe ich eh schon mal ein Video gemacht. Dann sind in 1.4 hier auch Texture Packs dazugekommen, also dass die jetzt halt offiziell unterstützt werden in Terraria. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob es auch Texture Packs für Mods geben wird. Und ja, ihr könnt Texture Packs für Mods installieren, sobald der Team Modloader auf Version 1.4 ist. Denn wenn der Team Modloader für Version 1.4 rauskommt, dann ist es halt so ein größeres Update für den Team Modloader. Und dort kommen eben viele neue Features dazu, wie eben zum Beispiel Texture Packs für Mods. Und eben, es kann sein, dass sich über die Monate ein paar Sachen ändern. Das heißt, wenn ihr das Video ein bisschen später seht, dann guckt mal in die Kommentare oder in die Videobeschreibung, weil dort werde ich dann klarstellen, welche Sachen sich eben geändert haben über die Zeit. Und ja, wenn ich so ein Video mache, tritt natürlich immer die uralte Frage auf, wird es Mods auch für Konsolen und Mobilgeräte geben? Also ja, auf Mobilgeräten gibt es irgendwie schon Mods sozusagen. Aber ich glaube, die meisten von denen werden halt offiziell nicht anerkannt. Und das Ganze ist dann halt ziemlich kompliziert, weil bei den Konsolen und mobilen Geräten kommen halt mehrere Firmen zusammen, die halt irgendwie alle zusammen eine Entscheidung dafür treffen müssen. Und wenn euch mehr für Mods auf den Konsolen und Handys interessiert, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Dann kann ich nämlich nochmal ein komplettes Video drüber machen, wo ich halt aufzeige, warum das so kompliziert ist und auch was passieren muss, damit es Mods offiziell auf den Handys und Konsolen gibt. Okay, und wie läuft das jetzt im Mehrspielermodus ab? Naja, wenn ihr mit Mods spielt, ist es eigentlich ziemlich gleich wie beim ganz normalen Terraria. Dabei gibt es eben drei Möglichkeiten. Erstens, einer von euch startet auf seinen oder ihren PC einen Server. Das ist dann ein eigenständiges Programm. Und die anderen Leute können dann auf den Server zusammenspielen. Wenn ihr wollt, dass ich das mal vorstelle, also einen Terraria-Server stellen für Mods, ohne Mods oder vielleicht sogar einen T-Shock-Server, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann zweitens könnt ihr euch online einen Server mieten. Und drittens, also die einfachste Variante von allen, ist über Steam. Da fügt ihr einfach alle eure Freunde bei Steam hinzu und schon könnt ihr euren Freunden beitreten. Dabei gibt es aber eine wichtige Sache zu bedenken. Sobald einer oder eine von euch mit dem Team Modloader spielt, braucht jeder den Team Modloader. Bei Steam könnt ihr nur dann online spielen, wenn jeder mit dem ganz normalen Terraria spielt oder wenn jeder mit dem Team Modloader spielt. Es ist dabei egal, welche Mods ihr installiert habt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Mod installiert habt, die nur bei euch etwas verändert und nicht den ganzen Spiel, könnt ihr trotzdem nicht mit anderen Leuten spielen, die ohne Mod spielen. Wie ich vorher gesagt habe, sieht Steam den Team Modloader und Terraria irgendwie als separate Spiele sozusagen. Und deswegen könnt ihr nicht mit dem Team Modloader mit Leuten mitspielen, die den Team Modloader nicht haben. Wegen den einzelnen Mods, die ihr installiert habt, müsst ihr euch normalerweise eigentlich keine Gedanken machen. Denn wenn ihr mit dem Team Modloader auf einer Welt beitretet, dann werden automatisch die Mods heruntergeladen, die ihr braucht, damit ihr auf dieser Welt spielen könnt. Das regelt sich ganz einfach von selbst. Kommen wir als nächstes zum Steam Workshop. Eben zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gerade mache, gibt es eben noch keinen Steam Workshop für den Team Modloader. Aber in der Zukunft wird das Steam Workshop eine Plattform sein, wo man zum Beispiel Terraria-Mods finden kann. Aber nicht nur das, sondern wahrscheinlich auch Terraria-Welten, zum Beispiel Adventure-Maps oder Golfkurse oder so etwas. Und vermutlich auch Texture-Packs und Mod-Packs. Also einfach eine Plattform, wo wir halt Inhalte von anderen Spielern finden können. Und das ist eben ziemlich wichtig, da Terraria Version 1.4 ja so ziemlich das letzte Terraria-Update war. Und dann liegt es halt an uns, also an der Community, dass wir Terraria weiterhin am Leben erhalten und mit frischen Inhalten versorgen. Und wann das Team Workshop für den Team Modloader funktionieren wird, ist noch unklar. Also der Ausblick sieht so aus, als erstes wird der Team Modloader für Terraria Version 1.4 rauskommen. Und danach, ein paar Monate später, wird es dann einen Steam Workshop eben für den Team Modloader geben. Zumindest ist das, was die Entwickler von dem Team Modloader gesagt haben. Ach ja, gerade um das klarzustellen, auch wenn das mit dem Steam Workshop funktioniert, kann man die Mods immer noch ganz genau gleich installieren, wie ich in diesem Video hier gerade gezeigt habe. Also dass ihr mit dem Team Modloader Mods suchen könnt und die dann installieren könnt, das wird für immer gleich bleiben. Der Steam Workshop ist einfach nur ein Zusatz dazu. Und am Steam Workshop kann man halt die Mods viel leichter finden, weil es ein wirkliches Bewertungssystem hat. Wenn ihr mehrere Tutorials alles rundherum um Terraria sehen wollt, dann klickt jetzt auf den Abonnieren-Knopf und auf die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es natürlich cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt mir-Knopf drücken könnt. Würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Hier könnt ihr auch noch andere Videos ansehen. Aber auf jeden Fall war es dann mit diesem Video. Danke Leute fürs Zusehen und danke für den heftigen Support in letzter Zeit. Mega cool. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.